Ja, hallo, mein Name ist Felix Gross, ich bin Schüler aus Bielefeld. Meine Leistungskurse sind Mathematik und Informatik. Und auch in meiner Freizeit beschäftige ich mich ganz gerne mit Informatik, in letzter Zeit vor allem mit Themen rund um Robotik und KI. Und daher auch der Titel des heutigen Vortrages. Und ja, bei Sehen ohne Verstehen, bei dem Titel denkt man natürlich erstmal an die KI, aber stellt sich heraus, dass wir Menschen da auch ganz schön gut drin sind. Wenn man jetzt zum Beispiel fragt, was ist das? Dann herrscht erstmal Stille. Und dabei ist die Frage gar nicht neu. Tatsächlich kannte selbst Sokrates sie schon. Und der hatte da als Mensch natürlich verschiedene Ideen. Der hat zum Beispiel gesagt, naja, es könnte so ein QR-Code sein oder vielleicht so ein TV-Rauschen. Aber insgesamt musste er sich dann doch eingestehen, dass er als Mensch da keine Ahnung hat. Das hat er natürlich ein bisschen wortgewandter ausgedrückt, aber konnte dann doch keine Lösung finden. Und was macht man damals in der Zeit von Sokrates? Man ging ins Orakel. Und das machen wir heute noch genauso. Nur nennen wir es heute nicht mehr Orakel, sondern KI. Und was diese KI jetzt macht, wir können die dann mit diesem Bild füttern und dann sagt die uns, dass es mit 99,9%iger Sicherheit eine 3 ist. Und das ist für uns Menschen natürlich erstmal super überraschend. Aber den Vorteil, den wir jetzt zu Sokrates haben, ist, wir leben in einer Zeit, in der wir fragen dürfen, was ist das eigentlich? Und das ist in diesem Fall ein sogenanntes Convolutional Neural Network. Und weil uns das jetzt natürlich allen was sagt, fragen wir auch noch, was macht das? Und was das macht, ist relativ simpel. Das legt jetzt verschiedene Filter auf diese 3, also auf dieses Bild, was es als Input bekommt. Und diese Filter, die heben Eigenschaften hervor. Zum Beispiel so eine Krümmung nach rechts. Und diese Eigenschaften, die kann es dann abbilden in einer sogenannten Feature Map. Und diese Feature Map, das ist prinzipiell einfach ein neues Bild, auf dem hervorgehoben wird, wo diese Eigenschaft, also diese Krümmung nach rechts gefunden wird. Und das ist ein Vorgang, den nennt man Convolution, daher Convolutional Neural Network, zu Deutsch Faltung, können Sie Mathematiker fragen, warum das so ist. Und das macht es jetzt natürlich nicht nur mit einer Eigenschaft, sondern es geht hin und es packt verschiedene Filter darauf, die erkennen dann von mir aus noch Kanten und bildet auch die ab. Oder es hat vielleicht noch einen Filter, der erkennt so eine Krümmung in die andere Richtung. Genau. Und im nächsten Schritt nimmt es dann diese Feature Maps und es führt das sogenannte Pooling durch. Und dieses Pooling, das komprimiert diese Bilder und das macht man aus zwei Gründen. Zum einen kann diese 3 auf dem Anfangsbild ja verschoben sein. Die kann nach links, nach rechts, nach oben und verschoben sein. Und dadurch verschieben sich natürlich auch am Ende die Eigenschaften. Und weil das ja überhaupt nichts daran ändert, dass es eine 3 ist, ist es viel einfacher für die KI, das zu erkennen und die später abstraktere Muster zu lernen, wenn man es komprimiert, weil dann diese Verschiebung nicht so sehr auffällt. Und der zweite offensichtliche Grund ist natürlich, Komprimierung heißt weniger Daten. Das heißt, wir müssen weniger lange warten, bis die KI mit dem Ergebnis 3 daraus kommt. Und das passiert jetzt prinzipiell immer wieder. Das heißt, die KI legt jetzt ihre Filter nicht mehr über die Anfangs-3, sondern es legt die über alle erlernten Feature Maps. Und erlernt dadurch neuere, abstraktere Eigenschaften, wie zum Beispiel vielleicht einen ganzen Bogen und nicht mehr nur eine Krümmung. Und die kann es dann wieder abbilden in weiteren, komprimierteren Feature Maps. Und so lernt es über mehrere Durchläufe dieses Vorgangs noch immer abstraktere Eigenschaften, bis es irgendwann so weit ist, dass es zum Beispiel zwei Halbkreise erkannt hat, die übereinander liegen. Und was man dann macht, ist, man guckt sich an, zwei Halbkreise und eine 1, das passt irgendwie nicht, also wird es keine 1 sein. Aber sagen wir zwei Halbkreise, die vielleicht auch noch übereinander liegen, dann könnte das ja sehr gut eine 3 sein. Und das macht man jetzt mit allen Eigenschaften, auf die diese KI trainiert ist. Und am Ende guckt man sich an, zu welcher Zahl passt es am besten und natürlich auch, wie gut passt es dazu. Und das heißt, wir haben am Ende also das Ergebnis, die 3, als eine Summe aus kleinen Einzeleigenschaften, sodass man hier eben kein Verständnis der eigentlichen 3 erlangt, sondern nur weiß, das sind diese Eigenschaften und die machen diese 3 aus. Das Ganze nennt man auch Bottom-up-Verarbeitung, weil eben von unten, von kleinen, weniger abstrakten Eigenschaften zu größeren und mehr abstrakten Eigenschaften gearbeitet wird. Und das passiert gerade bei jedem von ihm im Gehirn. Das können wir Menschen nämlich auch. Und jetzt können wir uns natürlich angucken, was ist das eigentlich? Und wir haben natürlich das Ergebnis von der KI, das ist eine 3. Jetzt können wir uns angucken, wenn man da also diese Filter drauflegt, dann sieht man verschiedene Eigenschaften und die sehen auch für den Menschen, wenn man es hervorhebt, zumindest annähernd wie eine 3 aus und wir können irgendwie erahnen, wie die KI darauf kommt. Aber jetzt habe ich auch gesagt, wir Menschen haben das auch. Warum sehen wir dann keine 3? Und das liegt daran, dass wir als Menschen natürlich noch weiteres Wissen haben. Zum Beispiel haben wir einen Kontext oder wir haben Erwartungen oder wir haben sogar vielleicht Erfahrungen im Thema mit Science Slams. Und wenn wir jetzt also wissen, wir waren auf einem Science Slam und wenn da jemand was fragt, dann hat das meistens auch was mit dem Thema zu tun. Das ist der Kontext und daraus entsteht die Erwartung, das hat am besten irgendwas mit KI oder Technik oder so zu tun. Und weil so eben diese Informationen, die von unten kommen,
von oben von unseren abstrakteren Konzepten gesteuert werden und so anders interpretiert werden, kommen wir zum Schluss, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Das Ganze nennt man dann auch Top-Down-Verarbeitung, weil, wie gesagt, eben von oben herab der von unten kommende Datenstrom beeinflusst wird. Und so kann ich zum Abschluss sagen, dass ich hoffe, Sie haben gesehen und verstanden.